Ja Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei Locke Spezial. Den Lukas habe ich immer noch dabei. Ihr kennt ihn ja natürlich noch von den letzten beiden Touren, von der Hochalpenspitze und vom großen Wiesbachhorn. Da kommen wir jetzt auch gerade her. Wer die Tour noch nicht gesehen hat, werde ich oben nochmal verlinken. Ja, wo sind wir jetzt? Kurz vorm Großglockner seht ihr sicherlich auch hinter uns das übermorgige Tagesziel, weil wir sind jetzt wie gesagt gerade von Wiesbachhorn rübergefahren. Es ist spätabends, also spätabends relativ 17 Uhr. Wir steigen jetzt noch zur Lucknerhütte auf, eine Stunde ungefähr. Morgen ist der Plan dann auf die Adlersruhe aufzusteigen, dort nochmal zu nächtigen und dann Tatsache übermorgen dann auf den Glockner zu gehen und dann soll es im E-Fall wieder nach Hause gehen. Ja, wenn ihr jetzt Bock auf diese ganze Sache habt, bleibt dran. Über einen Daumen nach oben würde ich mich genauso freuen wie über ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, bis später. Ja Leute, 17 Uhr durch, Aufstieg zur Lucknerhütte. Ich würde dem Video jetzt schon den Titel geben, Hitzeschlacht am Glockner. Ist das brachial heiß, keine Wolke so richtig am Himmel. Puh, also das ist echt brutal. Oh, jetzt zieht sich mal kurz zu. Hervorragend. Das ist ein Zufall. Ey, ohne Scheiß. Eieieiei. Aber die Lucknerhütte ist schon in Sicht. Und dann heißt es auf jeden Fall duschen, wahrscheinlich noch irgendein Kaltgetränk, Abendessen, Bett. Ja, Lucknerhütte ist erreicht, nach gut einer halben Stunde, also es ging dann doch schneller als vermutet. Aber es ist wirklich brechend warm, also wir haben jetzt locker bestimmt noch 28, 29 Grad um 5:30. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt rein, etwas frisch machen, Abendessen, was trinken und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr viel werden nach dem anstrengenden Tag heute. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir melden uns morgen wieder oder vielleicht nachher nochmal, wenn es ins Bett geht. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Also bis denn. Bis denn. Ja, guten Morgen. Moinsen. Wir haben gerade die Lucknerhütte verlassen. Es ist 8 Uhr. Plan für heute Zustieg Adlersruhe, also Erzherzog-Johann-Hütte. Ja, 4,5 Kilometer, 1100, 1200 Höhenmeter. Über den Mürztaler Klettersteig und da schauen wir mal. Also, wir haben jetzt noch etwas Schatten hier erwischt in der Früh. Hoffen, dass das auch so lange wie möglich so bleibt. Und ja, dann sehen wir weiter. Hier geht es jetzt erstmal hoch. Ja, Leute, ihr seht es, zur Stüdelhütte geht es hier lang, links. Die ist hier oben zu sehen. Vielleicht dann auf dem Video, auf der GoPro sehe ich es jetzt selbst nicht. Wir gehen jetzt hier rechts zum Mürztaler Steig und die Adlersruhe ist hier oben zu sehen. 4 Stunden 30 ab hier angegeben, müssen wir mal sehen. Meine Uhr sagt jetzt 3 Stunden, irgendwas dazwischen wird es schon sein. Also von daher gehen wir jetzt hier weiter und dann schauen wir uns mal an, wann der Klettersteig beginnt. Ja Leute, ihr seht, das ist super markiert hier, alle 10, 15 Meter rot-weiße Markierungen. Dann seht ihr weiter oben die Materialseilbahn der Johannhütte.
Links dann natürlich Kleinglockner, Großglockner mit der Scharte. Und bis jetzt lässt es sich wirklich super, super laufen. Und wir sind dann gespannt, wie es im Steig ausschaut. Ja, immer noch im Aufstieg zur Johannhütte. Der Weg hat sich jetzt etwas verändert. Bröseliges Gestein, leichtes Blockwerk. Und die Sonne lückt jetzt auch langsam vor. Und mit etwas Glück haben wir dann trotzdem immer noch mal so ein paar schattige Passagen hier. Aber passt schon. Und wir kommen bis jetzt auch wirklich sehr, sehr gut voran. Ja, von da unten kommen wir jetzt her, links um die Ecke. Hier genau geradeaus geht es rüber zur Stüdelhütte. Ich glaube auch, dass der Normalweg hier über den Gletscher führt. Allerdings weiter hoch, glaube ich, in den oberen Teil des Mürztaler Steiges. Und Lukas ist jetzt schon hier oben in der Sonne im Einstieg zum unteren Mürztaler Steig. Und da werde ich jetzt auch hingehen und ja, wahrscheinlich ein bisschen was von der Helmkamera filmen. Und der Ausstieg ist ja direkt unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte. Also bis gleich. Ja, hier unten sehen wir die Burgwartscharte. Rausgekommen vom ersten Teil des Klettersteigs, ungefähr auf 3100 Metern. Dann hier links runter ins Tal sieht man ganz am Ende die Salmhütte, wird auch des Öfteren besucht, wenn man den Glockner erreichen möchte. Und ja, wie gesagt, hier unten nochmal das Kötnitzkäs. Stüdelhütte sehe ich gerade nicht, aber die müsste auch dort drüben irgendwo liegen. Ja, und das ist der Lukas und hier geht es jetzt weiter hoch. Ja, mach mal. Ja, servus Leute, ihr habt gerade gesehen, der Lukas hat die letzten Meter hoch zur Erzherzog-Johann-Hütte geschafft oder gemeistert. Wir sind jetzt reingegangen, haben uns erstmal ein kleines Kaltgetränk geholt, durften jetzt auch direkt ja, unser Zimmer beziehen. Wir werden wahrscheinlich noch drei Leute dazu bekommen und ja, wir werden jetzt den Abend gemütlich ausklingen lassen, wahrscheinlich rechtzeitig ins Bett gehen. Morgen gibt es um 5 Frühstück und ja, gegen um 6 ist dann Start angesetzt von uns und wir werden dann mal sehen, wie es verläuft, wie es ausschaut. Und ich würde jetzt einfach sagen, gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Ja, guten Morgen. 5.45 Uhr. Adlersruhe, Start zum Glockner. Mit Sonnenaufgang, gutem Wetter wahrscheinlich bis Mittag. Also, auf geht's zum Glockner.
Ja, wir sind jetzt oberhalb der Hanfseile. Also, wie gesagt, unten seht ihr den Bahnhof. Da kommt man dann raus, wenn man da drüben von der Hütte kommt. Und wie gesagt, hier sind jetzt so Hanfseile drin. Und ja, ab hier kann man zur aktuellen Situation die Steigeisen ausziehen und weitergehen.
Berghai, mein Guter. Hast du geschafft. Verdient. Puh. So, Großglockner reicht nach 2 Stunden 30. Mussten dann kurz nochmal umjustieren, weil wir das Seil zu lang gewählt hatten. Dann war es etwas kürzer, dann ging es auch ganz gut und flott. Und ja, wir halten uns jetzt auch nicht lange auf. Wir werden absteigen, weil Mittag soll es dann Tatsache zuziehen. Und wir melden uns später einfach nochmal. Ne? Abstieg vom Glockner über Kleinglockner über den Grat hat wunderbar funktioniert, ging auch etwas schneller als hinwärts. Und ja, jetzt stehen wir hier an diesen Hanfseilen, die bis runter zum Gletscher gehen bzw. zum Firnfeld. Ja. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Gegenverkehr, aber das ist halb so wild. Und ja, wenn die Seilschaft durch ist, gehen wir runter. Ich kann es auch noch mal zeigen. Bis zum Bahnhof da unten, dann noch mal runter. Und ein bisschen rüber zur Hütte, Steigeisen ausziehen, alles nochmal ja, richten und dann geht's weiter. Also bis gleich. Ja, vielleicht auf dem Hinweg nicht gezeigt, also so schaut es hier aus. Also da muss man gut zupacken, ab und zu mal einen Bohrhaken drin, wo man sichern kann. Ansonsten Arminitiative. Ja, das ist der Lukas. Wir müssen jetzt leider warten, bis eine Seilschaft weg ist. Und wie gesagt, dann zum Bahnhof. Und dann weiter rüber zur Hütte. Ja Leute, zurück an der Burgwartscharte auf 3100 Metern ungefähr. Ihr kennt es sicherlich vom Zustieg. Ja, wie gesagt, Großglockner. Bevor ich wieder mein Fazit ziehe, darf der Lukas gerne sein Resümee zu dieser Tour ziehen. Genau, also ich würde damit beginnen, wo wir von der Luckner Hütte gestartet sind. Wir hatten ja ein komfortzinöses Zimmer bekommen, beziehungsweise ein Lager, wo wir nur zu zweit drinnen nächtigen konnten, konnten gut duschen, essen. Und dann war der Aufstieg zur Adlersruhe wirklich ziemlich entspannt. Hat natürlich auch ein bisschen an der Kraft gezerrt, aber durch diese gute Vorbereitungen auf der Hütte war es halt optimal für uns. Und der heutige Zustieg zum Großglockner, ich hatte heute früh noch etwas Zweifel. Wir hatten auch viele Leute, die uns entgegengekommen sind, auch Leute, die mit uns parallel aufgestiegen sind, wo man sich ein bisschen ins Gehege gekommen ist. Das hat mich etwas gestört. Kann man quasi nur umgehen, wenn man wahrscheinlich früh um 3 startet. Das war aber jetzt nicht unser Ziel. Ich bin überhappy, dass wir es geschafft haben. Wir sind so gut wie abgestiegen, sag ich mal. Es sind schon noch ein paar hundert Meter bis nach unten. Aber ja, da rundum gelungene Tour und mehr möchte ich nicht dazu sagen. War geil. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wie gesagt, Zustieg jetzt unproblematisch über den Würztaler Steig. Also wer ganz sicher gehen will, Klettersteig-Set. Ich möchte auch noch mal dazu sagen, manche Sicherungsmethoden, die wir angewandt haben, sind nicht DAV-Norm, weder am Glockner noch hier am Klettersteig. Aber hängt ganz einfach damit zusammen, man muss immer eine gewisse Waage dazwischen finden. Geht es schnell, wie lange dauert es und wie sicher ist es. Also man muss es wirklich selbst verantworten können. Von daher waren wir uns in dieser Sache immer sicher gewesen und es hat auch super funktioniert. Glockner an für sich, super Sache. Man bewegt sich da durchschnittlich absolut im Einer-Zweier-Gelände, ausgesetzte Stellen dabei. Alle 15-20 Meter eine Stange. Wir hatten anfangs auch Probleme mit der Seillänge. Die war viel zu lang gewesen. Das hat natürlich auch etwas länger mit dem Durchsichern gedauert. Sind dann auf ungefähr 15 Meter Seilabstand gegangen. War für uns die beste Lösung. Andere machen es am kurzen Seil. Also wie gesagt, das muss wirklich jeder selber entscheiden. Wir wollen es nicht ausdehnen. Es war eine super Tour gewesen. Wir schließen jetzt auch hier unseren Urlaub in den Alpen erstmal ab. Vielleicht kommt am Ende des Sommers nochmal das ein oder andere Video.
Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns aus Österreich, fahren jetzt nach Hause. Macht's gut. Macht's gut und bleibt gespannt.